Hey, ja. Willkommen zurück zu Starhawk, zur nächsten Mission. Beim letzten Mal haben wir den Transport bei anderen Lift durchgeführt. Ja, in der Mission davor ist ja der Lift zerstört worden. Da haben wir einen anderen jetzt gefunden in der letzten Mission. Und haben den dafür benutzt, um die Albatros zu beladen mit Tanks. Ja, und nicht mit Panzern. Wie gesagt, wurde dann mit Tanks. Und ja, wir haben die Lieferung durchgeführt. Und ja, können wir weitermachen mit der nächsten Mission? Also, würde ich sagen, Spiel fortsetzen. Und zwar machen wir jetzt die Mission Der Überfall. Ja, beim Preview haben wir letztes Mal ja schon mitgekriegt, dass die Albatros angegriffen wird. Ich denke, wir werden das jetzt in voller Länge erfahren. Und deswegen geht's gleich weiter mit dieser Mission hier. Das sind keine Outcast-Totems. Die waren aktiv. Sowas hatte ich noch nie erlebt. Metallhaufen, die sich vom Boden rissen. Es war ein Exodus. Logan! Wo fliegen die hin, Cutter? Sie hauen ab. Sie kümmern uns nicht, Mann. Die Schlepperladung schon. Ihr Union-Schlepper Albatros sind voll beladen. Sieht aus, als wären wir startklar. Verstanden, Albatros. Können Sie die Ladung warten? Okay, wir müssen erst aufladen. Dann können wir es einlösen. Sehen Sie das, Emmett? Ohne Sie hätte das nicht geklappt. Ihr Soll ist erfüllt. Wir können abrechnen. Oh, es gibt noch viel zu tun. Der Outlaw. Verschwunden. Er ist kein Problem mehr. Sie denken, das sei vorbei? Sie verstehen diese Kreatur nicht. Sie rufen, wir kommen. Beim Entladen des Schleppers ist Zahltag. Wie vereinbart. Und Deal ist Deal. Jonas wusste es. Aber wir anderen sahen nur, was mal war. Sahen Geister. Boten dem Outlaw die Chance, sich alles zu nehmen. Ihr Union-Schlepper Albatros! Unbekannte Schiffe dringen hier ein! Bitte, wenn niemand uns hören kann, wir werden angegriffen! Albatros, wir sind am Dock und werden massiv angegriffen. Ich dachte, wir sind beladen und abgefertigt. Was ist passiert? Das waren die Scabs. Das war kein Rückzug. Die sammeln sich. Mach die Waffen bereit. Bring dich rein, jetzt! Passen Sie auf! Wir haben Platz. Nehmen Sie eine freie Landezone ein. So wie Sie unsere Ladung beschießen, dürfen wir keine Zeit verlieren. Ja, aber haben sie doch nicht zurückgezogen, nur gesammelt für den Angriff auf die Albatros. Jetzt sind wir wieder im Einsatz und werden direkt verlangt. Na, macht ihr automatisch, also wollen nicht weiter. Die Grundplattform, an der der Schlepper angedockt ist, ist auf der einen Seite geräumt. Beeilung! Schon unterwegs. Okay. Ich habe es gewusst. Die Skeps würden uns niemals kampflos abziehen lassen. Genau was tut. Ich hätte es wissen müssen. Wie war das, Emmett? Ich komme immer näher. No. Erwischt. Wenn die Sache da unten zu haarig wird, ruf bei den Außenposten und die Verstärkung ist unterwegs. Reulich. Dem ist nichts übrig. Nee, das stimmt. Und nehmen wir hören. Also.
Okay, wir brauchen keinen Außenposten, wir machen alleine hier. Munition? Ja, danke schön. Granate gibt's auch. Eine. So, wo muss ich jetzt hier hin? Hier geht's auch. Die für die Startrampen bereit sind. Sobald die Flak ausgeschaltet ist, brauche ich einen Hawk. Walzerstation bauen. Was ist denn das? Was ist denn eine Walzerstation? Wir werden es jetzt gucken. Walzerstation, hier kann man Walzerpacks kaufen. Was ist das denn? Was ist das? Ah, Raketenwerfer. Was mache ich damit? Flagge 4 Sekunden zerstören. Walzerpack ausrüsten. Was ist das? Springen und R2 drücken, um Walzerpack zu verwenden. Ah. Das ist ein Jetpack. Okay, wo muss ich denn jetzt hin? Wie muss ich jetzt hier lang? Da jetzt rüber? Schön tief fliegen, ja. Ich war angekommen. So, und nochmal. Okay. Und wo ist der nächste? Also ich meine jetzt der nächste Typ da oben. Nehmen wir auch so ein Teil. Ach du meine Güte. Kommt der nicht her? Hat einer runter, das hat einer runtergeflogen. Hat irgendwann einer runtergeflogen, meinte ich, ja. Was ist denn ein Mist, ey? Nehme ich auch so eine Scheiße. Nehme ich auch solche Teile. So, wie kommen wir hier da hoch, ja? Okay. Ab die Post. Was war das denn? Der ist gerade explodiert, kann das sein? Da kommen wir hinterher, ey, mit dem Zielen. So. Nein! Ah. Einfach hier drauf ist besser. Munition und alle? Das gefällt mir aber nicht. Dann sollten wir mal Versorgungsbunker bauen, ne? Kann man hier irgendeinen Platz hierfür? Ach, für sowas? Sieht nicht so aus. Ich kann hier keinen Versorgungsbunker bauen.
Kein Platz. Auch kein Platz dafür. Was machen wir jetzt? Ja. Mit der Pistole schießen. Aber er will was bringen, aber. Irgendwie Mücke geben hier. Na, geht doch. So. Gut, nachladen. Das ist es. Nur noch eine Handvoll. So, jetzt haben wir wieder Munition. Ja, einmal kurz haben. Ja, ich brauche Munition, hol ich mir selber welche. Oh, das war's mit der. Wo war ein anderer? Da oben irgendwo war noch welche. Ne, da hinten auch noch einer. Auch noch einer. So. Ja. Irgendwo ist einer. Da oben. Da oben war der. Letztes Geschütz. Mach B-Traumschrott raus. Kein Weg, ich mich drum kümmern. Ah. Hast du alle erledigt? Hier ist Bennett. Wir haben ein Problem. Die Luftfracht wird gerade aufgemischt. Ladungsschiff mit der Aufkastung ist zurück. Wir sind fertig. Hast du gehört, Emmett? Diese Scabs wollen die Luftfracht. Dafür müssen sie büßen. Wenn wir schon dabei sind, erledigen die restlichen Orks. Mach es kurz und schmerzhaft. Wenn wir drum kümmern. Man sollte auch aufpassen, wenn man keine Munition mehr hat. Ah, Startrampe. Für Zeit. Den Platz, den Aufräumen hier nebenbei. So. So. Nein, was war das denn? Ja. Wollen wir nicht mehr? Hier, Bennett. Wir haben Energieschwankungen hier. Energieversorgung auf 50%. Wer halten Sie nicht aus? Mal allgemein drauf schießen. Mir hat der Stil der Scabs nie gefallen. Aber diese Dinger sind wirklich erbärmlich. Okay. Ein Schiff, Emmett. Schnapp's dir. Ja, wisst. Es ist noch nicht vorbei, Emmett. Die Outcasts wollen den Schlepper und die Plattform. Erobern. Achte auf Scabs mit Vulture Packs. Sie werden von Hawks unterstützt. Und Max greifen auch noch an. Oh. Okay, mach die Geschütze bereit. Und dann los! Okay.